finde die roten Blöcke am schlimmsten. Das weil ist auch die so. Nervig. Aber die was? Kann man wenigstens besser vorhersehen als diese Viecher da. Ja, die sind aber two hit. Also die haben kaum Leben. Ja, aber die können einfach durch 30 Wände schießen oder so. Also können wir jetzt erstmal hier alles so. Guck mal, das macht Zombie One Hit, ne? Das ist richtig kacke, das verbraucht fast ein Mana-Stern pro einmal zünden. Oh, hier haben wir auch noch, wir haben beides noch gar nicht zu Ende gebaut, ne? Egal, ich finde das irgendwie geiler mit erkunden und so. Dann packe ich mal diesen komischen Trank da rein. Ich jetzt Lava. Ich habe einen Banner. Was denn für eins? Lava Eryptus oder so. Alter, wir müssen das unbedingt hier noch höher bauen, Mann. So, soll ich das hier reinmachen, das Banner? Ach, das habe ich in der Höhe, habe ich da drin gefunden. Soll ich das da reinmachen, ja, ne? Ja, können wir machen. Guck mal da zwischen den beiden Zombies Dinger. Nice. Guck mal dieses Ding, ich habe so ein Schwieriger. Okay, ich setz da mal mein dieses Banner-Ding jetzt dazwischen. Also es dürfen nie zwei gleiche Banner nebeneinander sein, ne? Und links neben dem roten muss Dingsens, muss der blaue hin. Ja. Müssen wir auf blaue Slimes gehen, Alter. Und gelbe haben wir auch noch und graue auch. Wie gelbe und blaue? Gelbe und graue haben wir auch noch. Slimes? Ja. Alter, dieses Klopfen regt mich auf, Alter. Hast du schon alle deine Tränke einsortiert, außer vielleicht Heilungstrank oder so? Nee. Warte, Obsidian-Trank. Digga, ich gebe euch jetzt mal richtig auf die Fresse, Alter. Nehme ich mein Zauberbuch und dann seid ihr nichts mehr. Guck, wie eng diese Räume hier sind, Alter. Als wenn wir beide One-Hit gemacht, nice. Also diese Candle sieht doch geil aus. So eine Obsidian-Candle. Ja, da finden wir mal vor allem jetzt viel zu viel. Ich pack mal die haufenweise Obsidian-Sachen, die ich da drin hab. Kann man anscheinend an die Wand setzen oder so, keine Ahnung. Was? Diese Candle. Ja, das sind Fackeln. Obsidian-Fackeln. Ja, aber wo kann man die denn hinsetzen? Normal, an die Wand. Ich kann das nicht irgendwie. So. Was das Geilste, was überhaupt ist? Ich habe eine Obsidian-Workbench und ein Obsidian-Share. Und ich habe einen Obsidian-Clock. Und Obsidian-Vase. Nice. Und Obsidian-Lampe. Guck mal, die Obsidian Workbench, Alter, richtig nice. Wie so ein Kessel. Wo? Oh. Ja, wir haben ja schon Obsidian Chair und Tisch, ne? Mhm. Ah, nee, Workbench ist es da oben auch, was wir da oben haben. Als Tisch. Ah, stimmt. Oh, wusste ich nicht. Wir bauen am besten noch bis hier oben aus, ne? Also den. Können wir irgendwann mal machen. Hier gibt's so viele geile. Alter, und diese Farbe davon, wenn die leuchten, sieht so geil aus, ne? Von was? Wenn die leuchten, diese Fackeln. Ach stimmt, wir haben uns unser komplettes Geld da unten gammeln lassen, ne? Ach, scheiß drauf, wozu Geld, Alter. Ja, mach die mal so direkt daneben. Oder warte mal. Ich hab auch noch sowas Nices. Ah ne, das müssen wir aber irgendwo auf dem Boden setzen. Heißt das irgendwie so Candle Lebra oder so? Ja, das ist so eins, hab ich auch noch. Als wenn wir damit alles voll klatschen hier. Ja, guck mal. Alter. Mega der Boss. Und dann habe ich auch noch so eine Obsidian-Lampe. Nice! Obsidian-Candle habe ich auch noch mal, aber die kann ich irgendwie nicht setzen. Ich habe hier irgendwo einen Stern gehört. Jetzt brauchen wir richtig viel Sterne für das ganze Mana, das wir verbrauchen. Ja.
Aber ich habe halt noch extrem viele Wandfackeln davon. Die kann man auch richtig geil zum Entkrauten benutzen. Alter, unser Leuchtdingens da hinten. Wie viel braucht es nochmal? Braucht 40 magische Schaden, 40 Schaden. Wie viel kostet das? Nochmal. Verwendet 14 Mana pro Dings. Nice, jetzt haben wir die ganzen Wurzeln des Baumes abgebaut. Der arme Baum, Alter. Alter, wie viel Banner wir... Wir müssen uns mal einen Bannerraum zulegen. Wo ja, wir dann nur Banner haben. Weil guck mal, wir haben nur ein Banner, dann ist es voll. Wir werden locker mehr als noch ein Banner finden. Sind sie bekommen. Mal schauen. Ach, wie stimmt, wir könnten das auch so machen, dass es so ein großer Raum ist und dann machen wir immer die gleich sind untereinander. Können wir auch machen. Immer die roten Fledermäuse untereinander und so. Mal gucken. Das können wir hier unter machen, da wo du gerade bist, da drunter. Kannst du ja schon mal aushöhlen. Ja, aber das ist ziemlich klein. Schnell gucken. Aber wir können das auch links zubauen. Wieder so größen, wahnsinnig, ey. Aber wir wollen das ja auch viereckig machen. Weil. Mach du mal Obsidian-Dingsens, dann mach ich unten das Obsidian, das Granit. Okay, ich kann ja noch Granit geben, sonst. Ich hab fast 800 Granit. Das reicht erstmal. Okay, dann mach ich erstmal Walls. Lol. Eine Haftbombe haben wir. Können wir machen. Ja, ich weiß. Hast du deine schon zur Haftbombe gemacht? Nein. Ne, braucht man glaube ich auch nicht, ne? Wir können das ja erstmal, kannst du das in die Waffen machen, weil das brauchen wir ja eigentlich nicht. Wir wissen noch nicht, wofür wir das brauchen. Und Poison Darts, was ist das? Also die Vergiftungs, womit uns ja auch diese komischen Sachen da abgeschossen haben, weißt du noch? Ja, ich habe bis nur 400 Stück. 400 Poison Darts? Ja. Hm? Ja, weil die brauchen nur einen Stachel und ich weiß nicht, was man da sonst mitmachen soll. Also erstmal, ich mache erstmal 100 Wände. Wird aber nicht reichen, aber erstmal so. Schmeiß ich die Candle mal weg, weil die kann ich irgendwie nicht platzieren, egal wo, an die Wand oder auf den Boden, an die Decke, nichts geht. Aber ich feiere den Doppelsprung. Und vor allem, der färbt sich immer so ein in dem Biom, in dem du gerade bist. Helen! Ich glaub... Hä? Was ist Helen? Das ist eine Dorfbewohnerin. Da ist die. Soll ich die mal? Ich hol die mal ab. Oder? Ja, mach. Dann können wir wieder mit der handeln. Genau, kauf eine Sache und so, vielleicht folgt die dir dann ja. Hä, und wie kommt man jetzt nach links? Wir haben keinen. Du hast keinen Eingang mehr nach links. Doch. Guck. Nein! Doch. Hier ist doch ein Eingang. Ach ja, genau, der Eingang. Als wenn, wie viele Zombies sind da bei Helene? Ja, kannst du erstmal dein Ding jetzt. Als wenn alles leuchtet auf. Ich habe auch noch 5 Obsidian-Türen. Ja, aber was brauchen wir so viel? Ja, ich stell die hin. Als wenn Helen hat so Tennis-Klamotten an, Alter. Geil. Dreh deinen Kopf und huste. Ich verschenke ein Happy Ends. Ich kann... Lol, man kann sich bei der heilen. Nice. Helen, komm mit, du schwanzlutschendes Bitch-Vieh. Also bitte. Alter, hast du das gehört? Jetzt komm noch mal, du Mistvieh, Alter. Kann man jetzt eigentlich damit Vögel töten? Ja, ich habe einen Vogel gekillt.
Snow rastet wieder aus. Walter fühlt sich wohl. Ich muss unbedingt die ganzen Öfen mal irgendwo unterbringen. Siehst du die Zeit unter deiner Map? Ja. 9 Uhr? Ja. Das war aber vorher auch nicht so, oder? Kein Plan. Raste aus. Oh, Alter, die Ente sieht genauso aus wie die Ente von PewDiePie. Wenn PewDiePie eine Ente hat. Nein, der hat keine Ente, also das ist sein Markenzeichen sozusagen. Toll, weiß ich gar nicht. So, was gibt's noch so von Granit? Mach von jedem einfach mal 5. Als wenn ich davon nur eins machen konnte. Achso, ich habe keinen Granit, Smooth Granit mehr. Kann man nicht irgendwie 10 auf einmal kaufen wie bei Robocraft? Weiß ich echt nicht. Ich habe jetzt keinen Bock 600 mal auf den gleichen Button klicken. Ehrlich, ich mach gleich meinen Speedklick an, Alter. Hast du auf einmal 30.000 gekauft. Mal schauen, ob das auch Falldamage bremst. Nice. Wie sieht das aus? Was? Was ist das? Drop mal. Wie? Was soll ich droppen? Dieses Wolkending, was du ausgerüstet hast. So ein Glas ist das. Wie so ein Fischglas sieht das aus. Warte. Da unten ist es ja. Lol. Okay. Steht auch gewalttätig drauf. Kennst du von Smash Cloud in a Bottle? Ja, aber das ist halt noch viel kürzer sozusagen. Ja, da kann man schon so 2-3 Blöcke mit höher springen. Das ist schon ganz nice. Und Schiffe, irgendwann hat man irgendwie so, kann man irgendwie 2 von ausrüsten oder 3, hat man irgendwie 4-fach-Jump oder so. Ja, genau. Blop, 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 blop. Okay, ich designe das hier oben mal ein bisschen. Ich bin jetzt der Professional Fashion Designer. Professional Fashion Designer. Ja, genau der bin ich. Als wenn man da nicht bis da ganz oben kommt. Als wenn ich jetzt 2 Workbenches gemacht habe. Lol, irgendwas hat gerade quack gemacht. Ja. Diese Enten. Ja, aber die machen sonst quack, quack, quack und jetzt irgendwas dazu. Ja, das machen die manchmal. Quack. Das ist jetzt richtig angehört, als würde es irgendein Mensch sprechen. Ah. Frustlos. Hier ist so ein kleiner Ausguck. Warum kommt Helena nicht? Helena, komm doch mal her. Wir müssen sie irgendwie mit Wasser hierher treiben oder keine Ahnung. Mann. Ich raste aus. Ich dachte, wir haben morgen schulfrei. Es wäre mega geil gewesen. Ja? Ja. Ich will nur nicht die ganzen Arbeiten wieder kriegen. Als wenn, was war das? Der hat sogar als so ein Mensch Quark gemacht. Ja genau, das meine ich. Lol. Machst du. Lol, dieser Typ baut wie Sträucher ab oder so. Oder bist du das? Das bin ich.